Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 21. März, 8.34 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und das wird die erste sogenannte Falle bei 15.100 Punkte. Die wird direkt scharf geschalten. Wir haben ein Gap von gestern bei 15.000 bei der magischen Big Number. Der Markt hat also einen starken Move gestern nach oben gemacht. Schauen wir mal morgen die große Zinsentscheidung in Amerika. Da spekulieren sehr viele Marktteilnehmer, dass es morgen keine Zinsentscheidung gibt. Also dass wir die Zinsen nicht noch einmal in Amerika anheben werden. Bin gespannt, wie die Fed morgen sich entscheidet. Das also einmal hierzu. Und dann gucken wir natürlich wie jeden Morgen auch einmal auf die Vola-Box, wo die heute reinkommt. Das sind die grünen Boxen, die grünen Fallen. Und hier wird Forecast erwartet bei 15.073 zu 58. Das heißt, wir sind hier etwas tiefer als der aktuelle Kurs. So, einmal noch gemeinsam die Zielmarken besprechen, wohin es geht. Wir sind heute etwas tiefer als die 50er-Zone, nämlich wir nehmen das 61er-Retracement hier oben. Das liegt heute bei 15.141. Unten herum werden wir dieses 38er erstmal visieren. Das liegt bei 15.015. Danach kennen wir, kommt die Etage Gap. Und natürlich die rote Linie, das ist nämlich das Gap Closing. Das heißt, Zielmarke könnte hier unten sein oder hier oben. Ja, das wird aber der Markt uns, die Entscheidung wird der Markt für uns übergeben. Das Einzige, was wir in der Hand haben, ist A, wir können den Trade stoppen. Ja, dass wir sagen, wir wollen nicht weitermachen, diese Aufschaukelung. Ja, und den Stop-Loss nachziehen, den Take Profit nachziehen und so weiter und so fort und das Risiko einstellen. Wir starten mit 0,012, weil wir dann nach hinten heraus mehr Luft haben, ein Trade letztendlich, falls der Markt mit uns erstmal Ping-Pong spielen möchte, dass wir dann den Trade langziehen. Das sind die Zielmarken. Wir haben hier von unseren Zonen, sehen wir hier, wo wir uns befinden. Wir haben eine rote Zone auf dem Minutenchart, die dort ist. Aber aussagekräftiger ist, glaube ich, eher 15 Minuten. Wir wechseln jetzt einmal den Chart und dann sehen wir auf den 15-Minuten-Chart. Wir haben hier oben eine starke Widerstandszone bei 5253, Unterstützungszone hier bei 14.941. Das sind die Marken auf den 15 Minuten. Auf den etwas kleineren nochmal 5 Minuten sehen wir hier, wie es dort aussieht. Okay, Zone nehmen wir weg. Und so sieht das Ganze aus. Und melde mich dann gleich nochmal. So, einen wunderschönen guten Morgen. Und der erste Trade jetzt ist in den Gewinn gelaufen. Und zwar hier, seht den grünen Strich, das ist der Eröffnungstrade. Wir werden den Trade jetzt nochmal platzieren. Ja, wir haben noch nicht auf angepasst, wie eben gedrückt, aber das ist der erste Trade, auch für unser Videotagebuch. Ja, und wir nähern uns, glaube ich, jetzt ein wenig ich schaue gleich mal rein, bei so vielen Handelstagen in Folge, ja. So, das ist dann Trade Nummer 1198, Tag 1198, aber wir haben, glaube ich, 4 Monate weggeschnitten, weil derjenige, der hier diese Videos gemacht hat, einfach das nicht ordentlich gemacht hat, aber so what, auf die 200 Tage, 300 Tage kommt es jetzt auch nicht an, aber offiziell sind es dann laut Videoprotokoll bei 1198. Das heißt, wir werden irgendwann Ende der Woche den 1200. Handelstag haben. Und ich verabschiede mich bei den YouTubern und wir machen im Live-Trading-Raum weiter.